Und es geht weiter mit Let's Play Xenogears. Ich bin es SimmaFX. Beim letzten Mal sind wir hier in der schönen kleinen Stadt Nordton gewesen und hatten eine richtig spektakuläre Szene. Jetzt also richtigen Höhepunkt mal wieder hier. Wir haben hier gegen die einfallenden Gebler gekämpft, die hier angerückt sind. Und diese haben hier wollten hier die Stadt wegbomben. Glücklicherweise kam uns die Wette Ellie auch noch zur Hilfe. Und zusammen konnten wir das Schiff, wo hier die Bomben geliefert hat, weglocken und es gab nur eine Explosion außerhalb der Stadt. Ellie, her, richtig heldenhaft hat sie sich hier hingeschmissen und hier für uns und die anderen Menschen hier gekämpft. Und auch wenn wir sie jetzt aktuell nicht in der Party haben, sie ist nun auch auf unserer Seite. Jetzt hat sie sich endlich mal hier am Riemen gerissen und hilft uns nun, was doch sehr schön ist. So, kann ich sie ja hier irgendwie wieder raus. Danke, da ist Big Joe. Victor verschwindet. Victor steht mir voll im Weg. Okay, komme ich hier raus? Jo. Dann geht's jetzt endlich mal wieder auf die World Map. Wir waren jetzt, also ich sag jetzt mal knappe 10 Stunden. Na, so lange nicht, aber 7, 8 Stunden können schon hinkommen, dass wir jetzt hier nicht auf der World Map waren. Wir machen jetzt Gear Action, oder? Also, wir haben jetzt eine neue Aufgabe und zwar haben wir etwas hier von einem gigantischen Kampfschiff gehört, was hier sein Unwesen treibt. Und welches hier. Komme ich da rüber durch den Wald? Na, Wälder, da kann man doch nicht durch. Von einem riesigen Kampfschiff, der Goliath. Aha, das könnte ein ganz kleiner, fairer Kampf werden. Das ist irgendwie ein bisschen unfair, oder? Okay, ich steige aus meinen Gears aus. Das ist Benzinverschwendung. Oha, schau ich diesen Schaden an. Naja, die Goliath, die ist in dem lustigen Bunker. Das wird ja auch dann der Bunker sein, den dann hier die Wette Ellie damals ausgeraubt hat, wo dann hier Weltall war. Die goldene Frage ist natürlich, was Weltall überhaupt für ein Mech ist und ob in dem vielleicht noch ein bisschen mehr steckt. Beziehungsweise ob wir noch mehr über diesen herausfinden können. So, ich werde jetzt hier rausgehen aus den Gears, weil wir müssen ja Kombos lernen und alles mögliche. Ich habe jetzt Ellie bewusst noch nicht reingetan, weil ich werde ja irgendwann mal ausgehen mit ihr leveln, aber aktuell bringt sie ziemlich wenig. 2 Schritte. Geil. Könnte auch hart werden. Oh nein, ja, und genau dann die Viecher, oder? Die sind schwer. Weil Ellie, wie gesagt, wahrscheinlich keine Kombis kann, kein gar nichts holt wie Rico Mann. Kann mir einer mal sagen, wieso unsere Charaktere Leben verloren haben, wenn sie im Gear waren? Ich will es gerne wissen. Bam! Okay, das letzte Mal, wo ich die bekämpft habe, war ich 15 Level weiter unten. Ja, geht schon ein bisschen besser. Ja, das ist schon das an, ich wieder will. Das ist echt aber irgendwie. Also, es ist so alles ein bisschen strange, so, weil. Besonders Leveln ist in dem Spiel eigentlich echt nicht leicht. Also, außer halt Deathblows, die du halt überleveln kannst. Weil das Ding ist. Jetzt können wir Ranken endlich testen bei ihm. Zack. Sehr schön. Hui. Nett, nett. Die Sache ist jetzt, wie es aussieht mit. Gegner auf der Oberwelt, weil die, seht ihr, die haben nicht mitgelevelt. Die sind immer noch so schwach wie früher. Und wie gesagt, das ist so komplett seltsam. Jetzt habe ich wieder Gegner, die mit 300 Erfahrung geben. Da, beim letzten Mal hatte ich Dungeons, da haben mir die Gegner 1700 Ding gegeben. Deswegen muss ich jetzt unbedingt hier es schaffen, in die nächste Area zu kommen, um hier mal wieder Erfahrung zu grinden. Ansonsten lohnt es sich halt gar nicht. So, da war ich jetzt auf dem richtigen Riecher. Genau, sie hatte. Ja, sehen Sie an diesen gelben Punkten. Die tun es ja schön anmerken. Und ich meine, so viel gibt es ja hier scheinbar nicht in Kislev. Ich frage mich übrigens, wann wir endlich mal mit unserem Max richtig fliegen können. Das muss schon nochmal kommen. Okay. Hm, keine Katzen? Schön. Soll ich gleich in meine Max steigen? Hm, ich weiß nicht. Lassen wir uns mal überraschen, was da für Gegner kommen. Aber für den ersten Ding kann man immer erstmal in den Max steigen. Beziehungsweise es kommen keine Gegner. Es kommt auch keine Musik. Oh. Hallo? Hey, bro, I went to bed and opened up the lock for you. What, the gear? Nah, don't worry about the details. I'm the information man. There's nothing out of reach. But hey, there aren't any enemies, though. Something suspicious. Oh, yeah, you can change your party and save and shop. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne Ellie reintun. Tut mir leid, Rico, jetzt muss ich dich wieder rausschmeißen. Aber ich, da will ich jetzt sie dabei haben. Bei Mecha-Files ist sie nämlich mein Mädel.
So, jetzt schauen wir mal Shop, ob er irgendwas Interessantes hat. Ich bin mir sicher, man hätte ja theoretisch hier Kiesel verlassen können. Also Nordhorn, die Stadt. Und wahrscheinlich hätten wir da reingehen können, aber man wäre wahrscheinlich nicht weitergekommen, denke ich jetzt mal. So. Tuna, ach, machen wir Fuel, komm, das können wir machen. Engine, schauen wir mal, ob wir was Besseres haben, wahrscheinlich nicht. Muss ich da jeden Einzelnen mal durchklicken, oder? So, jetzt wird's interessant. Tune-up. Fuel. Okay, brauchen wir nicht. Engine. So, sie hat auch schöne Sachen gleich ausgerüstet. Das ist wichtig. Mach mal. Also, Gears zu leveln ist so essentiell. Das seht ihr schon, Mann. Also, es gibt... Also, ich bin natürlich geizig mit meinem Geld immer, aber es ist so wichtig, Mann, dass man Gears levelt. Und auch wenn es mir sehr weh tut mit meinem Geldbeutel. Ich hätte es mal 42.000, also theoretisch müsste ich mal nochmal irgendwann in die Anfangsstadt da gehen und mir mal das eine Item da kaufen, was so gute Bonuseffekte hat. Ach, können wir auch machen. So, aber bei den Gears, da darf man wie gesagt echt nicht geizig sein. Das Ding, was auf dem Rücken hat, das sieht gut aus. Also, dann schauen wir mal bei. Weapons. Oh, eine Waffe für sie, warte mal. Parts können wir auch schon, aber da hat er jetzt nichts Gutes. Dann Weapons und Hard Rock. Kauf mal. 4-2, Mann. Halleluja. Aber sie ist eher einer der wenigen Charaktere, die, mit der man überhaupt Ausrüstung anlegen kann. Und ich finde es immer nett, dass man ins Menü reingehen kann, während die anderen noch reden. So, Equip. Hard Rock. Ach, die Magic Rod, super. So, Beam Damage down 75%. Ja, geil, Mann. Geil, echt, Mann. Das hat man vorhin im Kampf gebraucht. So, jetzt brauche ich das ja, ich glaube, erstmal. Ach, lass mal. Ach so, okay, ich hatte vorher meine Beam Damage Ding. Und das ist natürlich jetzt sehr schön. Ihr seht, wie uns das jetzt hier hilft. So, was machen wir hier? Machen wir das Magnetic Code. Gut. Gut. Lass mich in Ruhe. Und dann geht's weiter. Oder? So. Hallo? Ja, da sind keine Gegner. Natürlich sind da Gegner. Es ist immer eine Falle. Haben wir immer so ein Spiel gespielt, wo nicht alle 2 Meter irgendeine Falle war? Na. Da haben wir übrigens nicht gespeichert, das seit dem letzten Boss fertig. Ich wollte mal angemerkt haben, vielleicht sterben wir jetzt nicht. Ah, da sind schon. Aber zum Glück sind wir ja gleich in unseren Max drin. Ich kann ja immer einen außerhalb nehmen. Das habe ich vorher, also, das, als ich damals mit Bart gelevelt habe, habe ich das echt so gemacht. Da habe ich immer einen Charakter nicht in den Gear getan. Ja, das ist doof. Ja, das ist doof. Und den anderen schon. Aus dem ganz einfachen Grund, dass der eine dann seine Kombos lernen konnte. Unschön. Oh, sie hat nur 1500 Leben. Habe ich mit ihr keine Upgrades gekauft, oder wie? Oder ist sie... Ah, schau dich mal das Benzin. Ja, die hat 1000 mehr Benzin als unsere anderen Charaktere. Aber es bringt mir auch nichts, wenn sie stirbt. 1500 Leben ist schon wieder aktuell ein bisschen arg wenig. Muss ich doch noch mal schnell reinschauen. Ach, egal, das machen wir jetzt nicht. Und man kann ja inzwischen heilen, die Gears. Sie hat auch keine andere Fähigkeit. Kommen da eigentlich immer so Herzchen raus oder sehe ich das falsch? Oh mein Gott! Oh! Ich habe schon wieder den Fehler gemacht. Wenn unsere Charaktere ein neues Upgrade bekommen, dann füllt sie nicht automatisch das Benzin auf. So, und Animo Burn hat sie gelernt. Ja, wunderbar. Also, Falle. Ja, ja, hier kommen Gegner. Wer hätte damit gerechnet? Ich bin dann mal hier raus. Bitte. Ja, okay, bleib da. Sehr gut, ich habe mir jetzt schon Sorgen gemacht. Jetzt muss ich echt nochmal schauen. Ja. What do you want? Party Change Shop. Weil mit ihren 1500 Leben bringt sie mir jetzt sehr wenig. Habe ich aber echt nichts für sie gekauft, oder wie? Tune up. Engine? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Frame? Das haben wir gekauft. Und Armor? Habe ich auch gekauft.
Hat die echt so wenig Leben? Da muss ich mir gerade echt nochmal überlegen, ob ich sie rein tue. Ganz ernsthaft, nein. Dann nehme ich lieber Rico. Rico ist zwar ultra langsam, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich dann sie die ganze Zeit babysitten muss, weil sie halt nur 1500 Leben hat, dann muss ich ganz ernsthaft sagen, bin ich aktuell sehr dafür, dass ich Rico reinnehme. Tut mir leid. Ich will eigentlich mit Ellie spielen, Mann. Das ist der interessanteste Charakter von den Leuten, die wir dabei haben. Also ich mag Rico auch. Aber trotzdem. Naja, sie ist jetzt Level 30, Mann. Wird schon schaffen. So, aber trotzdem, das kotzt mich so an, dass wenn ich immer ein Upgrade mache, dass es dann immer... Was? Ist ja gar nett. Ich war im Shop und dann bin ich aus dem Shop rausgegangen. Dann konnte ich mich nicht bewegen. Und natürlich war ein Random Man gerade weiter. So, schau ich mal, was er jetzt nämlich hat. Jetzt hat er nämlich 6,4 Leben. Das sind Lebenspunkte, Mann. Und hier mit ihren 1500. Radadadadam. Aber aktuell ist immer noch die Kombi eigentlich immer dieselbe. Also, wir haben ja auch immer noch nicht mehr Kombos mit unseren Max freigeschaltet, außer die Standard-Kombis. Ich weiß auch gar nicht. Wie gesagt, bei Max habe ich immer noch nicht verstanden. Weil ich habe ja keine Anzeige, irgendwie, wie viel Moves ich noch machen muss, damit ich was Neues freischalte. Ich hau einfach drauf und auch aufs Beste. Das hat bis jetzt immer gut geklappt. So. 2-1. Ja, das sind gute Punkte. Also so. So können wir leveln. Was brauchen wir eigentlich mal so für ein Level-Up? Ich gehe gleich weiter, keine Sorge. So. Ah, 12.000 sind es inzwischen. Aber das ist auch in Ordnung. Das sind dann, also ich sage jetzt mal, 7, 8, 9 Kämpfe, sowas. Was wir dann pro Level-Up haben. Oder was wir in 2 Minuten haben, weil wir alle paar Sekunden einen Random Encounter haben. Das sind echt schon wieder Menschen. Habt ihr nicht mal gelernt, dass man gegen Gears als Mensch nicht kämpfen kann? Vielleicht haben die Mechaniker irgendwie spezielle Fähigkeiten. Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja weniger. Jetzt will ich schauen, was er macht. Oh! Ah! Okay. Cool, cool. Das ist schon schöner. Ich dachte echt, die greifen uns an oder die werden jetzt so groß, dass sie uns irgendwie 1000 Schaden zufügen. Hallo! Ist das immer ein bisschen unfair. Aber ey, nimm mir dann auch nicht mehr Mitleid, oder? So, also neue Strategie für Kämpfe gegen die Typen ist auch immer... erst auf die Kleinen gehen mit einem 3-Kombo und den Großen dann mit einem 4-Kombo dann ausschalten. So, jetzt bin ich gespannt, was sie machen. Oh, das ist aber nett. Oh. Jetzt packt er aber den Schadenspunkt aus. Der eine hat mich geheilt, den hätte ich entkommen lassen, und der andere, ne? Und weil jetzt, weil der eine ist gemeint zu mir, wollen wir uns jetzt beide angreifen. Das ist natürlich logisch. So, schaffe ich es jetzt noch aus diesem verdammten Gang hier raus? Ja, jetzt gehen die Level-Ups aber wie Sprinten backen. Ja, eigentlich, wenn ich hier 3000. Oh mein Gott, Mann. Dann sind wir, dann haben wir echt bald neue Level-Ups hier. Aber es ist auch nötig so. Gut, also, ist die Frage ist, was ist hier in dieser Fabrik wirklich los? Die goldene Frage ist natürlich, ob hier neben dem Max und der Goliath noch andere Maschinen sind. Ja, zum Beispiel die hier. Also ein paar Robby-Bobbys, mit denen wären wir schon fertig. Hoffe ich. Die sahen gerade irgendwie uneindrucksvoll aus. Naja, wie gesagt, das Einzige, was wir machen können, ist draufhauen und zu klumpern. Mehr haben wir nicht als Strategie. Jeder seinen, den er nehmen muss. Neum Mushu MK100. Der ist nicht MK2, MK3, der ist gleich MK100. Heißt es, die ersten 99 Modelle haben alle nichts getaugt, oder? Naja, ich glaube, Modell 100 ist jetzt auch nicht so das Wahre, oder? Findet ihr, der hat was drauf? Ah, nicht so ganz, oder? Zweiter Down. Seid ihr was doof ist, das Rico immer so langsam ist. Seitdem wird es sich lohnen, irgendwas mit seiner Geschwindigkeit zu machen, weil jetzt wird der andere wahrscheinlich nochmal drankommen. Ja, okay. Jeder Mac habe ich auch das Gefühl, er funktioniert ein bisschen anders. Rico ist klar langsam und stark. Faye ist so ein bisschen stärker, schneller, aber kriegt noch ein bisschen mehr Leben und
Zitan ist halt langsam, ist halt schneller. Kriegt wenig Leben, aber sein Schaden ist halt nicht der höchste. So habe ich so das Gefühl, so wie die sich spielen. Voll dramatisch, wie sie mich da überraschen, Mann. Das ist halt so unheimlich, Mann. Und wenn das eigentlich die größte Verteidigung, die ist, ganz ernsthaft, das ist ihre ultrageheimste Waffenfabrik, wo sie da Mechas und Luftschiffe herstellen, mit dem sie die ganze Welt zerstören können. Und dann kommen sie mir da irgendwie mit solchen Gegnern. Also ich weiß schon, wie beim letzten Mal hier unsere Freundin reingekommen ist und den Mech gestohlen hat. Ich kann es mir vorstellen. Jetzt sind wir alle aufs, aufhören, bitte ihn hier abzuschießen. Okay, wir brauchen nicht mal mehr Kompass. Dankbar, wir X-Sachen machen. Ah, das wird jetzt nicht lang. Aber jetzt noch ein Dreieck-Ding hinterher und dann war's das. Ja, okay, ich habe den Gegner definitiv überschätzt. Und so wie es aussieht, kann unser guter, bürstiger Freund kann die einfach eh mit einem Schlag vernichten. Naja, wir wandern einfach ganz entspannt weiter ohne größere Probleme. Lalala. Also ganz ernsthaft, war die schlechteste Abwehrmöglichkeit, die ich seit langem gesehen habe. Tup. Tup. So, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Bunny-Hopping. Weil ihr wisst ja, Random Encounters können nur am Boden passieren. Verdammt, Mann. Hä, wäre ich gehüpft, Mann, dann hätte ich über den drüber hüpfen können. So, selbe Spielchen. Wir machen nichts anders. Ich mache jetzt einfach nur noch X. Dann spare ich mir auch ein bisschen Benzin immer. Damit ist der erste schon down. In dem Fall lohnt es sich jetzt aber, die Mechaniker auszuschalten. Weil das große Problem ist, unser guter Freund kommt erst nach dem Mechaniker wieder. Jetzt kommt die Animation da unten lang. Blöde schnelle Animation. Weil Rico dauert halt immer so lang. Aber ich bin gespannt, wie es mit Rico noch weitergeht. Ob er sich dann hier wirklich irgendwann mal ganz entschließt, hier bei uns mitzumachen. Wie es weitergeht. Und natürlich so eine ganz unwichtige Frage, wie es Bart geht. Es wäre eigentlich interessant, ob wir wirklich wieder zurückgehen könnten. Aber ich meine, wir würden wahrscheinlich auch nur die Ruinen sehen. Beziehungsweise ob wir überhaupt noch Nissan zurückgehen. Nissan noch existiert. Ich weiß es nicht. Wir lassen es einfach. Na, jetzt habe ich extra gedrückt. Schade. Wir lassen es einfach auf uns zukommen, oder? So. Oh! Oh! Bin jetzt beleidigt. Na, ich defende jetzt. Wieso schmeißt mir. Wieso wirklich I da unten? Da ist was der Ekelchen. Tritt drauf. So, und Erfahrung 3000? Oh, so Gold wird man. Also, das ist echt immens nach oben gehüpft, man, wie das mit der Erfahrung verteilt wird. Nicht, dass es mich stört. Ich finde, obwohl, da doch, es stört mir ein bisschen, weil ich hätte mir gewünscht, dass es eher dabei bleibt, dass wir wenig Erfahrung brauchen. Aber okay, es macht natürlich. Also, ich muss sagen, das Spiel, das ist so, wie gesagt, das ist so ein bisschen schlecht ausbalanciert. Du siehst jetzt gemein aus. Weil du mit gewissen Charakteren einfach echt, also besonders in diesen ganzen Konstellationen gegen die Mechs, halt unglaublich viel Schaden machst. Aber selber. Haben wir noch was auf den drauf? Vielleicht ist er dann schon da. Oder auch nicht. Aber wie gesagt, also wenn du mit dem Mechs kämpfst, so exorbitant viel Schaden machst, und das macht im Endeffekt alle Random Encounters überflüssig. Das ist das Problem daran. Und das sehen wir jetzt auch zum Beispiel in dieser Szene wieder. Hä? Was hast du jetzt gemacht? Das wollte ich aber nicht. Powered. Weil das Ding ist, wie gesagt, in unserem Mech machen wir super viel Schaden. Wenn wir aussteigen, dann sackt der natürlich wieder ganz nach unten. Und das ist halt das, was ein bisschen stört. Weil, klar, diese Gegner sind darauf angelegt, dass ich sie mit dem Mech alle mache. Aber deswegen erhalte ich auch so viele Erfahrungspunkte. Also, ich weiß nicht, aber bis jetzt skaliert es ja noch ganz gut. Wir mussten bis jetzt noch einmal Grinding Session einlegen, also ich beschwere mich nicht, aber es kann halt wirklich mal vorkommen, dass ich halt irgendwann mehr oder weniger gezwungen bin, richtig zu grinden. So, wo ist da lang? Nirgendwo hin, okay. Ich bin mir auch gerade unsicher, ob die Random Encounter wirklich auftauchen. Oder ob die festgelegt sind. Also zumindest hier.
Weil da erst bin ich gerade sehr lang rumgelaufen, es kommt keiner. Aber ich beschwere mich natürlich nicht, wenn jetzt mal nicht alle 2 Sekunden ein random Encounter kommt. So, sehr schön. Und wieder rein in den Gear. So, fliegen wir weiter. Und wir haben wieder Feinde. Nee, aber ich freue mich auch, dass wir jetzt langsam endlich mal in das richtige Gameplay vorstoßen. Weil, wie gesagt, solange ich an dem Moment war, dass ich halt immer nur alle 2 Sekunden meine ganze Party ausgewechselt habe, solange kann ich im Endeffekt auch nicht richtig ausleben. Weil, mal da habe ich ein Partymitglied, dann habe ich da das nächste. Das ist ja nicht das richtig Wahre. Weil, wie gesagt, ich konnte ja so im Endeffekt nicht stärker werden unbedingt. Jetzt. Der hat den gerade mit einem Schlag einfach niederknüppelt. Er ist so stark, Mann. War eine weise Entscheidung, Rico mitzunehmen. Weil, wie gesagt, solange ich halt immer hier so kämpfe, solange ich mir immer meine Charaktere weggenommen werden, solange... Das nervt mich gerade. Solange... Ja, entwickelt sich das Kampfsystem nicht so richtig. Jetzt schaue ich mal, wenn ich 3 X-Attacken mache, ob ich dann einen damit ausnocken kann. Na, ich greife den mittleren an. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Geh bitte doch auf den. Weil theoretisch können wir 3 mit einem... Okay, ich nehme es zurück, Rico. Muss einfach nur einen Schlag draufhauen. Das Blöde halt an den X-Attacken ist, dass sie eine hohe Chance haben, dass sie nicht treffen. Aber ansonsten würde ich die eigentlich immer ersetzen. Du bist zu schwach, Faye. Na, den haben wir davor noch gar nicht angegriffen. Drill War, den haben wir noch nie angesetzt. Schöner Move. Richtig, richtig schöner Move, Mann. Okay, dann links oder rechts. Ich glaube, wir gehen erstmal nach rechts. Ihr wisst ja, wenn wir den rechten Weg gehen. Und... Jetzt bin ich in der Sackgasse gelaufen. Es ist immer so ganz seltsam. Jetzt habe ich die Tür gerade angedrückt. Jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt ein Storykampf? Ist das kein Storykampf? Oder war ich gerade in dem Moment, wo ich die Tür geöffnen wollte, ist was gekommen? Keine Ahnung. Was ich mir noch auch wünschen würde, dass man irgendeine Option hatte, dass man irgendwie so Benzintanks mitnehmen könnte. Weil es merkt ihr hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ewig lang rumlaufe, ist das schon anstrengend. Ich meine, vom Leben, wie gesagt, ich kann mir ja das generieren. Und ich meine, es bringt auch nichts, irgendwie effizienter reinzugehen, weil... Wenn ich immer Dreieck, Dreieck, Dreieck mache, dann verliere ich halt die ganze Zeit Leben. Das ist jetzt auch nicht unbedingt effizienter. Schöne Level-Ups. So, also wir waren echt schon in der Cutscene, dass ich die Tür öffnen wollen haben und trotzdem noch einen random Encounter bekommen. Sehr schön. Sind wir Game Over? Hallo? Okay, meine Friendos, kommt's her. Das heißt, wir bewegen uns wahrscheinlich storymäßig schon weiter. Schade, ich hätte mal noch auf die andere Seite gehen müssen. Nun gut, wir kennen es inzwischen. X. X. Komm, Rico, 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 du beißt dich, komm. Schade. Aber der normale Schuss ist ja in Ordnung. Zack, und er braucht einfach einen Schlag. Ihr seid so Level, Mann. Also gegen 2 Gegner kämpfe ich sehr gerne. Also diese Hallen kennen wir inzwischen, aber das wird noch eine Weile wahrscheinlich dauern, dass wir hier jetzt rumhüpfen müssen. So, und die Gegner kommen von rechts? Ich sag von rechts. Ah, sie kommen echt von rechts. Oh, bin ich gut. So, und dann hüpfen nochmal welche von oben runter. Selbe Ding wie vorher, oder? Oh, jetzt wird's ein bisschen unschön. Ich gehe jetzt erst auf die Mechaniker. Genau, greifst du Rico an, der hat eh so viel Leben. Weil das Ding ist, wenn die heilen, dann schaue ich nämlich ganz schön aus der Röhre. So, und ich sollte die ja mit einem Kombi, sollte ich sie ja bezwingen können. Hoffe ich. Hallo? Rico backt! Okay, sehr schön. Ich komme nicht an dem Wikinger Speck vorbei! Jetzt habe ich nicht Repo erlangt. Daniel. Komm, da hätte ich jetzt davor dran kommen können.
Jetzt weiß ich nicht, wer von denen hat so wenig Leben? Ich glaube, der da. Das war nicht der da. Wenn die jetzt auch noch Plätze tauschen, was wollt ihr von mir, Mann? Das lang zumindest sicher. Was macht der eigentlich? Tut er einfach seinen Kopf gegen die Gegner hauen? Ich weiß nicht, das ist Rico Rodriguez, der macht einfach sein Ding. Der kriegt doch so wenig Schaden, Mann. Das langt. Das langt immer nicht. Oh, geht's mir auf den Senkel, Mann. Dann machen wir es halt so, Mann. Schön Benzin verschwindet. Hätte ich dann 5x gedrückt, dann hätte man ihn schneller bezwungen, Mann. Der lebt immer noch! Nein, der muss jetzt sterben, komm, X. Geht ja gar nicht, Mann. Hey, ja, alle Gegner haben 10-mal so viel Leben wie wir. Weg da. Okay, immer die kleinen Leute gehen gleich kaputt. So, dala, dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Xenogears und wir erkunden dann weiter hier die Location. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao.